Oh, da ist noch was, da leuchtet was. Ich habe es genau gesehen hier, da. Ach, Rocky ist auch schon wieder da. Rocky, du erzählst bestimmt immer noch das mit der Zuflucht, oder? Ja, okay. Ja, das hatte ich ja gerade. So, ich muss nach Norden und dann... Ah, oder? Wartet mal. Wo war denn der Eingang? Ach doch, jetzt also hoch. Und dann irgendwann nach links. Ich glaube, noch nicht hier, sondern beim nächsten. Ah, da geht's gar nicht nach links, dann hier. Stimmt, hier war ja vorhin schon die Hornisse mit dem ganzen Kleber auf dem Boden. War Müll, wie sie es hier nennen. Für mich ist das Kleber, weil ich immer drin hängen bleibe. Ey, Fräulein. Mhm, ein Energieboost. Ob ich damit jemals im Treibsand noch ankomme, ist eine andere Frage. Ich habe halt so viel Zeugs, was schon echt cool ist, aber Lebenspunkte fehlen halt wieder. Naja, ach Moment hier, da können wir mal kurz... ...902, das wäre ja fast schon genug, um hier die Station zu upgraden. Muss ich ja mal drüber nachdenken, ob ich das vielleicht mache, wenn wir das nächste Mal da sind. Anstatt die Patches irgendwie zu fusionieren. Oder beides, wenn wir noch bis dahin genug Kohle kriegen. Ich meine, wann kommt man nochmal so schnell zu so viel Geld hier? Beinchen. Platt ist es. Muss ich doch die ganzen Gegner hier mitnehmen. Aber ich habe das Gefühl, ich komme jetzt besser mit den Gegnern klar. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Ich stelle mich nicht mehr ganz so ängstlich an, wenn es dann um die Kämpfe geht. Mit den Gegnern. Einfach damit man hier auch mal ein bisschen vorankommt. Heißt nicht, dass ich nicht doch mal irgendwie zurückzucke, irgendwie, wenn hier so ein Schweinchen oder so angestürmt kommt. Aber grundsätzlich geht es hier schon besser. Da ist wieder mit Zeugs und so. Mhm. Ei. Die geben jetzt gerade Herzen. Wie kommt denn das? Ich habe das doch irgendwie mal vor ein paar Folgen bemängelt, dass es immer so wenig Herzen gibt von den Standardgegnern. Und jetzt auf einmal sind ja dann doch ein paar mehr. Wurde ich erhört? Bomben. Sehr gut. Ah ja. Ah, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Aua. Das war vielleicht nicht so. Aber 4,5 Herzen, damit kann man auch im Treibsand so ein bisschen Unfug treiben. Die laufen echt gut, die Schweinchen. Ja, komm noch hoch. Easy. Mal gucken, wie lange. Ja, das war wieder blöd. Ich sag ja, Übermut tut selten gut. Blick auf die Karte. Karte sagt, ist okay. Wir sind auf jeden Fall wieder richtig. Ach ja, na dann. Schauen wir mal, was das jetzt wird. Wahrscheinlich kommen gleich wieder die richtig fiesen Gegner. Ein Beat.
Energie. Die Dinger könnte ich auch echt mal benutzen, war. Können die durchschießen? Nee, können sie nicht. Kann ich die treffen? Aber das ist auch keine echte Lücke hier. Ist ja witzig. Sieht aus wie eine Lücke, ist aber keine. Oder es ist eigentlich eine, aber es zählt nicht so. So, Loot. Nur Kohle. 5 Schläge ist okay. Kann man jetzt nicht meckern. Ach Gott. Hier ist gleich wieder Party. Versuch mal mein Glück. Juhu. Man muss echt zögern, bis man dann wirklich abhaut. Oh, das war aber jetzt schon geschmeidig. Kann gerne immer so klappen. Ihr Lieben. 1067. Ach Gott, das war blöd. Oh, und nochmal reicht's nicht. Nehmen wir hier so eine Bombe. Oh, ein geheimer Gang. Aha, aha, aha. Drücken, drücken, drücken. Huch, nee, ich wollte eigentlich die Kiste öffnen. Voll die reiche Partie. Richtig hier. Und, ja, ich gehe jetzt einfach mal nach Westen weiter. Also Süden und Westen. Einfach so ein bisschen hier den Bereich abklappern. Und da ist ein Herzchen zum Mitnehmen. Also so ein Herz-Auffülldingens. Ich kann mir die Namen von den einzelnen Boostern immer gar nicht merken. Aber muss ich ja auch nicht. Nee, nee, nee. Ihr Kleinen. Nein, nein, nein. Auch wenn ihr hier nur spielen wollt. Ich finde das nicht so nett. Oben ist ein böser Gegner. Diese kleine schwarze Katzen. Komm mal an. Wollen spielen. Und wenn du dann nicht mehr willst, dann wirst du halt fies zerkratzt. Oh, Moment, Moment. Ist das hier oben einer mit so Kristallen? Das sieht man gerade nicht so gut. Ich glaube schon. Das war schwer zu erkennen, dass da oben ein Loch ist, aber umso besser. Ich brauche den Loot. Ich brauche die Kohle. Ich habe Aufträge. Na, 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 nee, 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 nicht sofort. Nicht sofort, erstmal hier lang. Okay, da ist auch eine Kiste. Die nehmen wir gleich mit. Fast 4 Herzen, ist auch gut. Ich weiß gar nicht, ob diese kleinen schwarzen Teilchen einen Namen haben. Das würden wir ja bei Corvin sehen, oder? Wenn die halt wirklich als fieser Gegner zählen. Vielleicht haben wir die auch da schon gesehen. Und ich habe es einfach wieder vergessen. Wäre nichts Neues. Da rechts lang. Mhm. Oh nein, 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 nein. Hier kommt die Kurve. Das war wieder richtig blöd getimt. Oh, nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Also jetzt kein Mist machen. Oh Gott, die Panik. Wenn die Panik wieder kickt oder der Übermut. Hier, gleich alle 3. 1, 2, 3. Das hätte jetzt schon richtig ins Auge gehen können. Oh, nee, 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 nee. Ich stelle mich schon wieder blöd an. Das lief schon mal besser. Die könnten ruhig noch ein bisschen schneller kaputt gehen. Die kleinen Golems. Ah, oh, das war richtig blöd. Also, schön, dass ich aufgemacht habe. Ich habe es so aufgemacht.
Habt ihr ja gesehen, ja, dass das Ding dann einfach durch konnte. Okay, das ist hier wieder das Übliche, was wir schon kennen. Aber macht ja nichts. Aber das ist natürlich jetzt richtig doof, dass ich das hier so zeitlich verpeilt habe. Wir warten. Eins, zwei. Na, was ist denn das? Was soll denn das? Wenn man erstmal hier drauf ist, geht das, ne? Weil da ist das Timing dann klar. Aber auf den ersten erstmal raufkommen, naja. Oh nee, oh blöd. Stelle ich mich aber an. Wow. Mach's aber wieder spannend hier. Und nur Geld. Also nur, ich habe schon mal gesagt, man braucht's. Aber gerade wäre halt irgendwie so ein Herzdingens besser. Na, vielleicht kommt ja noch woanders eins. Bevor ich irgendwie eh drauf gehe. Ich möchte nämlich gar nicht drauf gehen. Es lief bisher so gut. Ach ja, jetzt sind die noch da. Ja, komm, spuck. Ein Herzchen wäre toll. Wirklich. Mach da mal ein Herz klar hier. Oder hier drin? Nee, Streubomben. Oh, die kleinen. Och Gott, und die fiesen Igel, wie ich sie immer nenne. Hm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vorsicht, Vorsicht. Ein, zwei. Fünfmal muss man sie treffen. Das war unschlau. Okay, was sagt die Karte? Die Karte sagt, es geht noch nach Norden. Da ist auf jeden Fall auch ein Ofen. Und hier geht's auch runter. Mhm. Komm, ihr habt bestimmt ein Herzchen für mich. Einfach nur ein kleines Herz. Nein. 1460 Funkenlicht. Oh mon Dieu. Das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Ja, aber die Gegner sind halt auch so schwer, dass sie einfach mehr bringen. Finde ich aber gut, dass das damit skaliert. Nochmal so ein Gang. Ach, herrje, das ist ja wieder das, was wir hier auch schon immer wieder gerne sehen. Was ist das? Nee. Oh, oder doch, Moment. War das hier mein zweites Leben? Ich vergesse mal, wie das aussieht. Aber war es das? Nee, BD-Boost war es nicht. Aber der Ankh der Gründer, der ist dabei. Das heißt, ich würde also auch gar nicht sterben. Besser ist das. Der Funkenstoß, was war das nochmal? Ach, entlädt in alle Richtungen Funkenlichtenergiestöße. Ja, nicht jetzt. Nicht jetzt. Vielleicht, wenn wieder viele Gegner irgendwo unterwegs sind. Hm, Karte. Ja. Ach, herrje. So ein Ofen geht natürlich jetzt auch. Kann ich bitte vorher ein Herz haben? Danke. Das wollte ich nicht. Ja genau, schieß einfach mit deiner Rakete dagegen. Finde ich richtig super. Das ist schlau. Das ist richtig gut. Mach mal weiter damit. Dankeschön. Perfekt. Ja, hast du nämlich davon. Und irgendwo, da zwitschert's. Da zwitschert es. Füllen wir das Vögelchen raus. So, gibt's jetzt bitte Herzen? Herzen für Anni? Oh, das sieht gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Titan? Ich habe gar nicht genau geguckt. Ich habe es für den Ofen gehalten. Oh nein, ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ach, du Schreck. Oh je. Mm. Oh mein Gott. Es ist ein Skorpion oder was?
Gorge, sandverlagernder Titan. Ein sandverlagernder Titan. Ah, oh mein Gott. Also jetzt gucken wir mal, was der kann. Der hat so eine Scheren vorne. Oh, der hat Laser. Mhm, und Raketen hat er auch. Ah, sag mal. Wow. Das ist aufregend. Dann hat er hier noch den Treibsand. Oh, das war blöd. Oh nee, ich muss das erstmal angucken. Hm. Oh Mann. Nee, 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 pack die Raketen ein. Oh, nee, 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 ich habe den Treibsand mit. Oh Gott. Panik, Panik, die Panik kickt gerade wieder richtig gut. Moment. Huh. Atmen. Gucken. Was können wir denn hier nehmen? Funkenlicht-E-Paket, Funkenstoß, Taschenlampe. Nee, nee. Die Zeitmine, der ankommt selber. Den Belebboost, oder? Ich gönne mir den mal kurz. Also gleich, wenn ich hier eine Sekunde habe. So, 1, 2, 3. Mache ich jetzt auch mehr Schaden? Ich weiß es gar nicht. Au! Au! Pack die Raketen weg. Nein, und hier deinen komischen Stachelschwanz kannst du auch wegpacken. Ah, meine Güte. Ich möchte dich doch nur treffen. Oh. Au. Au, au, au. Ich habe auch keine Zeit, den Knallbonbon jetzt hier irgendwie mal loszulassen. Oh, war das blöd. Ausweichen sollte man auch. Gott, das dauert viel zu lange. Komm, lass doch mal die blöden Raketen an dir selber explodieren. Komm, jetzt ein, zwei. Aber die machen keinen Schaden, oder? Ich hab's gerade nicht gesehen. Machen die Schaden, wenn er sich da selber mittrifft? Nicht wirklich, oder? Oh mein Gott. Nee, nee, au. Hm, hab ich Herzen? Hab ich nicht. Habe ich hier noch irgendwas Sinnvolles? Nicht wirklich. Verdammt! Ich mache halt irgendwie gefühlt keinen Schaden. Die blöden Raketen hier. Och Mann, pack die doch mal weg. Ich will die nicht. Ach Gott. Oh nee, 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 nee. Ich verkack das jetzt. Das finde ich aber nicht gut. Kann ja nicht immer ein First Try werden, wa? Oh je. Hm. Na, vor allen Dingen jetzt hier dann auch noch dieser blöde Sandwirbel direkt vor ihm. Ist halt nicht wahr. Ach, scheiße. Ich stelle mich gerade echt an. Das lief schon zwischendurch besser. Diese Raketen nerven halt auch. Oh, war das doof. War das wieder doof. Warum haben die denn so eine lange Haltbarkeit, die doofen Raketen? Versuche mich jetzt zu konzentrieren. Kann sein, dass ich nicht so viel erzähle dabei oder erst recht viel. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin etwas nervös. Ach Gott, die Raketen. Oh Mann. Mach doch mal deine Raketen wieder kaputt. Das kann doch nicht sein, dass die hier alles aushalten. Kann man da hin? Oh, und dieser Treibsand! Mmh, Panik. Panik. Okay, die sind weg. Nein, da ist ja wieder eine. Oh, ich wäre fast reingelaufen. Wie kann das sein, dass die Raketen nicht kaputt gehen, wenn der da drauf schlägt? Einfach hier ein bisschen hin und her laufen. So, jetzt kommen eins. Oh nein. Oh, halbes Herz. Halbes Herz. Ah, nein, nein. Ah, Angst.
Jetzt traue ich mich hier gerade schon gar nicht mehr irgendwo ran. Einmal raufgehauen. Ich habe noch nicht mal die Hälfte kaputt und bin hier aber schon richtig kaputt. Die Raketen fliegen echt über ihm. Jetzt hat mein Wiederbeleben gerade gekickt. Aber ich habe dadurch ein paar Herzen bekommen. Ich würde gerne einfach mal wieder öfter raufhauen. Nein! Oh. Das ist noch nicht die Hälfte, oder? Es ist ein aufregender Kampf hier gerade. Nein! Hä? Kann ich die kaputt schlagen? Oh, ich traue mich nicht, das nochmal zu machen. Aber ich muss es nochmal machen. Ich weiß nicht, ob man die Raketen kaputt schlagen kann. Das wirkte gerade so, oder? Hier? Nein! Nein! Oh Gott, schlechte Idee. Nee, das war purer Zufall. Aua! Das muss weg. Wie doof. Wir haben mehr als die Hälfte. Oh je. Oh je. Hier kommt nochmal so ein Boost. Nee, der macht gleich wieder Blödsinn. Au. Was habe ich denn noch? Habe ich denn noch irgendwas Sinnvolles? Wir haben die Bomben. Funkenlicht, E-Paket, Funkenstoß, Taschenlampe, Zeitmine. Ich streue Bomben noch. Einfach mal hier irgendwie so ein paar Bomben fallen lassen. Hier so. Hat aber, glaube ich, nicht so viel Schaden gemacht. Ach, war das blöd. Ey, ich kann auch genau reinlaufen. Höchst professionell reingelaufen. Los, greif zu. Greif zu. Genau. Ist das aufregend. Das ist mir fast schon zu viel hier gerade. Und die nächsten Raketen sind wieder da. Komm gerade nicht ran. Au. Scheiße. Los. Speeren raus, genau. Ei. Ich hätte gern nochmal so ein Wiederbelebungsding. Einmal noch ein zweites, bitte. Mach doch mal nicht diese Treibsanddinger immer bei mir. Wo kommt man da hin? Ei. Alter Verwalter. Das ist gerade nicht so schlau hier oben. Ich muss hier weg. Oh Gott. Ich habe so Herzklopfen, das glaubt ihr nicht. Ich habe so Herzklopfen gerade. Oh Mann, das ist so knapp. Das ist mir viel zu knapp. Kommen jetzt Scheren raus, genau. Oh, mir schlägt mein Herz bis zum Hals, sag's euch. Oh je. Das war wieder absolut knapp gerade. Diese blöden Raketen. Könnten die bitte wieder despawnen? Bitte, bitte, bitte. Danke.
Oh, die Raketen. Die bleiben halt so lange. Und dann sind sofort wieder neue da. Feuer. Oh nein, nein, nein. Weg hier. Oh Gott. Ich kann nicht mehr, ihr Lieben. Ich kann nicht mehr. Das ist ja schlimmer als jeder Dark Souls Boss. Oh Mann. Komm, Scheren raus wieder. Jetzt hier einmal genau. Weg. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Das hat noch geklappt. Ich werd verrückt. Oh mein Gott, ich bin im Eimer. Sag's euch. Oh, mein Herz. Oh, ich bin wirklich gerade etwas aufgeregt gewesen. Oh Mann. Aber hey. Langsam lässt das Zittern nach. Mit einem Leben, also einem Herz. Oh, bloß hin hier. Noch eine Rune. Ich scanne jetzt. Der Biologe mit seiner Kenntnis der organischen Schöpfung tränkte den Grundstein mit der Macht, Leben zu erschaffen. Im Stein nahm ein Königreich von Kreaturen seinen Anfang. In 4 Gründungsakten hatten sie aus dem Chaos des Universums die lebende, atmende Welt erschaffen. Ich muss erstmal runterkommen. Ihr Lieben, das war so aufregend. Du hast das Siegel des Biologen aktiviert. Gut gemacht, Sternkind. Es ist an der Zeit, dass du dein wahres Ziel erfährst. Mein wahres Ziel? Wir sind die Gründer. Vor langer Zeit reisten wir durch die Sterne, um diese Welt, die ihr Geodia nennt, zu erschaffen. Wir waren 5. Die Astronomin, die Architektin, der Geologe, der Biologe und die Philosophin. Die Philosophin sagte voraus, dass der Grundstein durch eine böse Macht bedroht werden würde und dass sich eine Heldin erheben würde, um sich ihr zu stellen. Aus dem Grundstein drängte die Philosophin ein Erbstück mit der Macht, die Gewölbe zu öffnen, der nur ihren Nachkommen vorbehalten ist. Das ist genau der Anhänger, den du trägst, Ada. Du bist die auserwählte Heldin, die von der Philosophin abstammt. Es bleibt nur noch ein Siegel, aber das wird die größte Herausforderung von allen. Beeile dich, Sternkind. Wir sind die Heldin. Wir sind die Heldin. Das finde ich gut. Das habe ich auch überhaupt nicht vermutet. Aber das ist interessant, dass wir halt die Nachfahren der Philosophin sind. Spannende Sache. So. Ich bin beeindruckt, dass du diesen trügerischen Sand überlebt hast. Gorch zu besiegen war auch eine Leistung. Der letzte Titan ist im Titangebirge, nördlich der Weinberge. Du hast es fast geschafft, Ada. Verliere jetzt nicht deinen Willen. Wir zählen auf dich. Ich verliere nicht meinen Willen. Ich habe jetzt neuen Mut gefasst. Ich habe diesen Scorch umgelegt. Das war aufregend, sage ich euch. Das war richtig aufregend. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwie alle meine Sachen wieder zusammenbasteln. Das schadet ja auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt das Upgrade hier. Ich mache das Upgrade. Komm. Ja, 1000. Gib ihm. Ich brauche einen größeren Patchgürtel. Oh, und größer geht's gar nicht. Ich habe das Maximum erreicht. Oh, aber nochmal so eine Reihe außen. Das ist perfekt. Super. Richtig cool. Ich kaufe mir jetzt das Ding hier. Nehmen wir. Und den nehmen wir auch noch mit. Ah, nee. Nein, nein, nein. Ich wollte doch hier das Ding. Genau, das Herzchen. Oh, das war aber teuer. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. So, jetzt hier die beiden. Ach, ich habe gar nicht mehr genug Geld, um die zu kombinieren. Das halte ich nicht aus. Ah, ich habe nicht die 50. Jetzt hat man schon hier so ein Upgrade und dann kann man nicht mal die Sachen zusammenbasteln. Egal, dann kommen die hier einzeln rein erstmal. Oder ich gehe kurz farmen. Ich weiß noch nicht. Ich kann es auch erstmal hier reinsetzen.
Schadet nicht. Wir kommen sicherlich nochmal zur Zuflucht zurück, bevor wir überhaupt das Spiel durchhaben. So, das und das. Ach Mann. Aber das war wirklich aufregend, oder? Also ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren dalassen, wie ihr diesen Kampf empfunden habt. Ich bin... Wow, ich bin einfach wirklich völlig fertig. Das war sehr aufregend. So, und guckt mal. Ich habe ja schon relevante Patches da. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und hier diesen Ofentriangulator, Gewölbetriangulator. Und ja gut, der Schadenspatch, der wäre schon noch schön. Aber ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht. Hier, Gerätestärke-Patch ist jetzt auch nicht. Und dieses Teil, der Konverter, den haben wir jetzt auch nicht. Macht nichts. Das macht gar nichts. Ihr Lieben, wir sind wirklich gut vorangekommen. Muss ich sagen, richtig cool, dass das halt auch mit dem Titan jetzt geklappt hat. Und ja, dann wartet beim nächsten Mal dann auch wahrscheinlich das Titanengewölbe auf mich. Es sei denn, ich gehe dann vielleicht doch erstmal farmen. Weiß ich noch nicht, würde ich vielleicht spontan entscheiden. Ja, gucken wir einfach mal, was das nächste Mal so bereithält. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, was ihr heute so gesehen habt, dass ihr mitgefiebert habt. Ich bin wirklich noch völlig platt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode Sparklight wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch einschaltet und wünsche euch bis dahin eine ganz tolle Zeit. Macht's gut!